Seriös? Wir siezen uns nur noch. Wenn es ein Wort gibt, was dieses Let's Play absolut nicht beschreibt, dann ist es wahrscheinlich seriös. Aber gut, dass wir es mal als Folgenopener haben. Falls irgendjemand so, ne? zufällig hier reinschaltet, so Quereinstieg, weiß nicht, nach einer Horrible Crash Compilation kommt halt als Vorschlag unser Video. Dann hört er als erstes seriös und denkt sich, ja, seriöse Let's Player. Ah, genau. Haben wir nicht so oft. Machen wir mal mit. Ja, vielleicht. Sag ich mal, tun wir damit. Robert, überleg dir, was du jetzt sagst, weil wir haben jetzt gerade die seriösen Leute am Haken und wenn du irgendwas Falsches sagst, springen wir uns wieder ab. Meinst du, wenn ich irgendwas sag? Das habe ich so nicht sagen wollen. Aber gedacht. Das denkst du. Kommt er dann auch? Das Auto wurde gerade kaputt gemacht. Aber es ist okay, du musst uns hier nicht helfen. Wir sterben gern allein für dich. Ja, ich hab die ganz einfach ignoriert, die kleinen Dinger da. Ja. Schießt du mal so, oder willst du die noch platt machen? Naja, ich weiß nicht. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen im Flow, im Fight. Explosivloader. Aber ich bin natürlich ein kollegialer Spieler und bin sofort wieder zu euch geeilt. Finde ich gut. Das ist der Spirit. Das will ich sehen. So, weiter geht's. Ist jetzt die Frage, wo kriegen wir jetzt so schnell ein neues Auto her? Braucht er gar keins. Ja, bevor muss eine Fahrzeugstation. Ah, ausgezeichnet. Wir brauchen immer noch keins. Warum nicht? Weil wir jetzt hier runter müssen. Ach so. Na dann push the button. Push ich doch. Hallo Matze. Are you scared? Gut. Wow. Wow. Bist noch da, Matze? Ich war nie weg. Ja, weil du gerade so ruhig warst. Ja, ich war in mich gekehrt und hab drüber nachgedacht, wie sind was ich nachdenken dein Leben könnte. Ist, oder was? Ja! Genau das! Naja, es wird schon besser werden. Also ich bin sozial-gesellschaftlich in einer Sackgasse angelangt. Ach so? Und wie ist es so? In Prozent? 7. Es gibt immer noch etwas zu verbessern. 7. Gott, sind das viele. Und wenn du dich fragst, warum 7? Ich weiß es nicht, weil ich ein Versager bin. Okay. So, hätten wir es auch geklärt. Wir haben dich trotzdem lieb. Das finde ich, für mich auch nicht so schlecht. Siehste? Sag mal, was ist denn das? Ein Loader mit zwei Snipern. Kannst du mal sehen. Quasi und mehr lieben Roboter. Als unsere. Bitte was? Ich sagte, mehr Liebe als unsere brauchst du doch überhaupt nicht. Mehr Liebe würde ich gar nicht vertragen. Immer sterben. Einmal nicht so rum. Hallo, ich habe Schmerzen. Sterben, einstellen. Sterben mal bitte einstellen. Ich war nie tot. Ich habe nur pausiert. Ach, natürlich. Ich drehe mal am Regler. Ja, regelmäßig. Klingt, als würden die Leitungen bald platzen. Das ist gut. Bring dir noch die letzte Pumpstation vor, dann können wir die Pipeline aufsprengen. Ui! Robert! Ich bin weggegangen. Die waren doch immer hinter mir. Naja, Augen auf dem Straßenverkehr, Robert. Steigere Aggression. Ein SGD-Loader. Ist der Dynamo-Loader oder was? Ist schon so. 90, der schießt nicht. Der ist schwarz-gelb und kommt um die Ecke und brüllt Dynamo. Jetzt haben wir alle Dresdner Zuschauer verkrault. Was ziemlich gefährlich ist, weil wir ja in Dresden wohnen. Bis auf Kevin. Ja. Ja, ne? Aber kann uns kennt ja keiner. Ich meine, die beiden, die in Dresden wohnen, haben ja zum Glück nicht schon Facecam-Videos online gestellt. Und nicht nur eins. What could possibly go wrong? Ja.
Nicht so viel. Ach, ich könnte ja mal skillen, ne? Aber wir können ja einfach montagabends immer zur Tür rausgehen, weil da der Großteil der nicht so intelligenten Dresdner immer beschäftigt ist. Hast aber nett gesagt. Das Gute ist, da wir... Naja, nee, ich höre jetzt auf. Das ist wie bei mir vorhin, es wird nicht besser. Nee, ich verstricke mich immer weiter. Aber das, was ich bis jetzt gesagt habe, meine ich zumindest auch so. Schilde oder Schaden? Eine schwierige Entscheidung. Die Batze einfach Kevins Auto gekrallt hat. Es stand da! Nein! Doch, wirklich. Warum tust du sowas? Ich steig ja aus. Warte, ich gehe hinten. Drin Nein, bleiben. Jetzt möchte ich nicht mehr fahren. Dieses Auto ist nicht rechtmäßig auf mich zugelassen. Deswegen kann ich das gar nicht verantworten. Setz mal einen Wegpunkt. Ja, in GTA würde ich das gerne tun. Kevin fährt halt einfach rücksichtslos durch die Slacklöcher durch. Ja? Ja, ja, das ist nicht schlimm. Ja, ja. Damit muss man mal umgehen. Waffenkiste. Die dritte Pumpstation. Was, Waffenkiste? Warum hast du eine Waffenkiste zwischen den Benny? Ja, ich nehme mal die Granatenmods mit, wir können ja da mal schauen. Ach so. Ob was dabei ist, also die sind doch ähnlich besser als meine. Na verdammt! Lebe! War das eine Granate? Scheiße. Man könnte ja jetzt sagen, wo seid ihr? Dass ich mir selber zuzuschreiben habe. Ich habe auf den Slack fast geschossen. Scheiße. Ach Gott, seid ihr doof. Warte, ich bin gleich da. Hat mich erwischt. Ah nein, ich muss nachladen. Oh, ich bin schon wieder tot. Wo ist Kevin? Nicht tot. Kevin wird nicht sterben. Nein. Ja, ich hätte, also ganz ehrlich, liebe Freunde, ich hätte es verdient. So ehrlich muss man sein. Aber ich selbst, wenn du es verdient hast, retten wir dich. Ich hatte den Schelm wieder mal in meinem Gemüt verankert. Dein Gemüt verankert? Also manchmal für den Satz verdienst du es vielleicht zu sterben. Ich hatte den Schelm in meinem Gemüt verankert. Ja. Wieso? Weil du nur willst. Nee, was du nur willst, ist es tatsächlich nicht, aber es ist nur richtig. Ich jetzt was, Strich oder nicht? Kein Strich. Na, es war ja kein Flachwitz. Ja, eben. Kevin, ich würde dich ja gern wiederbeleben, aber du stirbst halt immer so inmitten vor... Ich bin tot. Insta-dead. Nee, Robert, dafür gibt's keinen Strich. Oh, das Leben ist so unfair, ey. Dafür hätte ich dich sterben lassen sollen. Wieso denn? Ich hab einfach nicht gewusst, was ich sagen sollte und hab versucht, das zu umschreiben. Ich hatte auch schon angefangen mit Reden. Ach so. Kommt nicht gut, wenn man das einfach so stecken lässt. Ja, ich merk's selber. Ich bin noch nicht in Form. Aber das kommt noch. So, ich habe einen Skillpunkt und jetzt habe ich wieder das altbekannte. Ich glaube, ich sammle die Skillpunkte jetzt erstmal. Ich hau den jetzt nicht zwingend raus und mach dann nach der Folge wieder mal und verteile den dann mal gleich von vorne herein ein bisschen gescheiter. Nicht einfach nur wild drauf los. Ich würde helfen, aber mein Action ist nicht bereit. Hm. Ich kann euch helfen, aber ich bin nur noch euer Ring in der Pampa. Kann ich machen? Gibt mir aber keine XP. Ja, da ist Kevin knallhart, ne? Nee, ich wusste doch, dass du nicht stirbst so schnell. Kann mich mal wiederbeleben. Also irgendwie, Karma ist heute ganz schön nicht so meins. Die Sache ist halt auch so jemand, der... Der ist ganz schön badass hier. Was? Wie macht's? Ja, der ist halt ganz schön badass. Wer? Ja, der Loader hier. Achso, na, ich bin gleich da. Ja, jetzt ist er kaputt. Sehr gut, ich bin nämlich jetzt da. Wie könnte man sagen, Karma Strikes Back, ne? Ja. Das ist halt irgendwie... Das ist das Zeichen, dass ich nicht mehr viel sagen sollte. Das hast du jetzt diese Selbsterkenntnis bekommst du von mir ein... Imaginäres Bienchen. Schön. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich gar nichts mehr sage oder. Nein. Weder noch. Du kannst ja einfach mal die nächste Folge. Das ist ja natürlich blöd, wenn ich das ankündige, aber vielleicht gucken manche Leute ja nur alle zwei Folgen. Du kannst ja alle an nächste Folge einfach mal die ganze Zeit nichts sagen
Dann gucken wir mal, ob Zuschauer auffällt und ob jemand fragt, wo Kevin ist. Ja, ne? Und das wirklich durchziehen? Und wenn es niemanden auffällt, dann kannst du dich quasi... Kann man dich auch rauslassen. Halt still! Ich wollte sagen, dann kann sich Kevin auch umbringen, aber du musst gleich wieder die dramatische Schiene fahren. Ja, dann kann sich Kevin auch umbringen, ist nicht die dramatische Schiene. Ja, hab ich Aggro gedacht. Das ist nur folgerichtig. Folgerichtig, ja. Ja, ist ja nicht so, dass ich euer Healer wäre. Ja, Gottes Willen, wir dürfen sowas nicht sagen. Kennt ihr den Wärter-Effekt? Hat nichts mit den Bonbons zu tun. Sehr gut. Der Druck in der Pipeline ist so warum, hoch, was dass heißt er? Wenn man ein was bisschen sagt nachhilft. Geh zurück zur Pipeline und bring dein Fahrzeug mit. Ich habe eine Idee. Das ist gut. Im Buch Die Leiden des jungen Wärter bringt er sich am Ende ja selber um aus Liebesgründen. Ja. No. So, und nachdem das Buch damals erschienen ist, ist halt die Selbstmordrate unter Jugendlichen drastisch gestiegen. Ah, stimmt, ja, stimmt, du hast und, recht. Und sowas, diese quasi mediale Beeinflussung nennt man den Wärter-Effekt. Na, dann sollst du das mal lassen, Manze. Ja, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass ich rechtlich in keiner Weise angreifbar bin. Hat jetzt nichts mit meinem Thema zu tun, das sage ich nur einfach mal. Alles klar. So, ich geh mal ein zweites Auto holen. Mach das mal, lieber Robert, ne? Wo müssen wir eigentlich hin? In der ganzen Richtung. Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen die Pipeline rammen. Das klingt nach einem Job für Robert. Wir sollen auf alle Fälle Autos mitbringen, hat er gesagt. Soll ich so ein großes Mal nehmen? Ich setz einfach wieder bei Kevin. Na, das kannst du nicht, wenn noch ein anderes gespawnt ist. Du kannst immer nur ein Auto vom gleichen Typ nehmen. Nein, Robert, das geht nicht. Jetzt nicht aus dem Auto rausbauen. Bist du da? Gut. Ramme jetzt die Pipeline mit deinem Fahrzeug. Seid ihr schon da? Das wird dich schon nicht umbringen. Hoffentlich. Ich tu mal Anlauf holen. Oder soll Robert das machen? Ich würde es Robert machen lassen, der rammt doch so gern irgendwelche Sachen. Okay, Robert, nimm mal Anlauf. Ich halte den Rücken frei. Io de puta! Den Wumms habe ich bis nach Sanctuary gehört. Du gelangst jetzt durch die Pipeline in die Stockade. Geh rein und finde raus, wo der Krieger begraben ist. Ich schön. Müsste das bei spanischer Aussprache nicht eigentlich Hijo de puta heißen? Ja. Keine Ahnung. Du folge mir. Doch, das ist schon so. Robert, dein Auto steht da grundsolide. Ja, und damit meinen wir total behindert. Nee, grundsolide. Robert, ich kann gleich deinen Action Skill nehmen. Nee, ich brauche ein bisschen Moon. Ach so. Meine SMG Munition ist alle. Ja, ist aber mal warum Munition nicht zufrieden. Weil ich nur zwei SMGs im Action-Skill-Modus hab. Weil du verschwenderisch bist und nicht striffst. War schon witzig. Wie kommt man hier hinten hin zu der Waffenkiste? Da ist eine Waffenkiste? Ja, dort. Ich weiß es nicht, aber ich habe gerade Beef. Achso. Brauchst du Hilfe? Nö, so weit würde ich nicht gehen. Wobei. Okay. Nö, Matze regelt. Aktiviere Hass, sowas muss ich nicht aktivieren, der ist bei mir Dauer on. Echt, ich ehre mich von Hass. Sterbe ich immer. Weniger sterben, verschießen! Sehr verbunden. So. Was ist denn hier los? Sieg komisch. Erfolg. Gut des Ziels steht unmittelbar bevor. Also, nein, Robert, du verreckst mir nicht. Jetzt. Ich zieh Feuer auf mich und du tust Robert wiederbeleben. Hat schon funktioniert, jetzt müssen wir das Ganze andersrum machen. Ich bin wieder da, Arschlöcher. Hey, du. Was für eine Strategie. Kann man so sagen. Also das war ja gerade Köpen. Heizen. Ich glaube, es war ein bisschen Glück dabei, dass sie so funktioniert hat, aber wir können es ja trotzdem einfach mal auf die Schulter klopfen. Nee, das war schon in Absicht, dass die so funktioniert hat. Alles klar. Doch, alles so geweiht. Gebietswechsel. Gelange in die Hyperion-Infostocade. Stocade. Okay. Spätestens bei Robert war es übertrieben. Jo.
immer bei mir. Ich hab mal gesagt spätestens. Was ist denn daran schon wieder nie richtig? Da habe ich schon mal nie auf dich geschoben und trotzdem ist es nie richtig. Naja, du hast aber ein bisschen schon auf ihn geschoben. Was indirekt auf mich geschoben? Naja, besser als direkt. Kannst du damit ein bisschen was zufrieden sein? Ja, also wenn wir mit entschieden nicht zufrieden haben. Jetzt wird's aber echt dünn. Bleib, wo du bist. Es wird? Es wird. Oder es ist. Jedes einzelne Bit des Hyperion-Datennetzwerks wird hier archiviert. Infos über Minen, Aufzeichnungen von Security-Kameras. Alles fließt in das Okay zusammen. Los, rein. Los, rein. Hier, NSA-Hauptquartier. Ich hab das Landungsschiff gestohlen. Hyperion hatte keine Chance gegen meinen Subtilen. Ich hau dir in die Fresse, bis du stirbst, Kampfstil. Wenn die Zeit gekommen ist, kämpfen wir uns gemeinsam zur Kammer vor. Natürlich. Herausragende Idee. Was kann da schon schief gehen? So, ja, ich hab Robot. Hier ein paar Granatenmods, die ich loswerden will. Na dann, it's Showtime. Oh. So bleibe sie liegen. Eieiei. Die würde ich nehmen, die. Die mit Strom, weil ich ja auf die Strom gespielt hab. Ne, hier mit Elektroschaden, Mensch. Die mit Strom. Pass mir auf, dass du nicht in die Korinthe zu viel kackst. Wenn ich das gesagt hätte, ich kann mich noch an irgendeine Folge erinnern, da habt ihr mir den Unterschied zwischen Strom und Elektro groß breit erklärt. Da gibt's eigentlich keinen Unterschied. Klingt nach Wort. Also Strom und Elektro ist es selbe. Das eine also kommt irgendwie aus. Das eine kommt aus der Dose und das andere wäre irgendwie. Keine Ahnung, wie ihr es erklärt habt. Also ich weiß nicht, was du meinst. Nee, natürlich nicht. Du weißt genau, wenn du es so sagst. Also ich kann mich erinnern, dass mal irgendwas in die Richtung war, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was da anders war. Und weißt du, in welcher Folge? Um welchen Let's Play? Na, vermutlich in einem Borderlands-Let's Play, weil Kevin und du ja dabei waren. Ja, aber wenn du aufgepasst hast, lieber Mats, haben wir mittlerweile schon den dritten Borderlands-Teil am Spielen oder gespielt. Ja, richtig. Aber ich kann's. Ich bin der Meinung, es war Teil 2 oder aber Pre-Sequel. Oder Teil 1. Nee, Teil 1 war es glaube ich nicht. Nee. Ah. Danke, ja. Ja? Aber wenn Matze das sagt, da ist es vollkommen okay. Aber ganz Stichwort ehrlich, Teil 1. Gemessen. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Wir sind quasi, hier schließt sich gerade ein bisschen der Kreis. Sind es hier die Arid Deadlands hier? Richtig, wir sind gerade eben wieder in Firestorm. Lässig. Wo wir vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder einem Jahr? Ich hab eine Herausforderung! Ah, hier, da ist doch Dr. Salz Bude. Richtig. Hier hat unser ganzes Abenteuer begonnen. Und jetzt sind wir hier, gezeichnet vom Kampf. Aber auch erstärkt. Durch unser von den Narben des Krieges. Gestählt durch die Härte der Pandora. Banditen. Verdammt. Ja, genau. Okay. That's weird. Das ergibt total Sinn. Unter den Arbeitern wird gemunkelt, dass unsere Iridium-Förderung angeblich diesen Planeten verwüstet. Ich vermute, ihr sagt das, weil die meisten von euch nicht gesehen haben, wie Pandora aussah, bevor wir gekommen sind. Wisst ihr, wie sie diesen Ort genannt haben? Das Ödland. Es war ein trockenes, staubiges Dreckloch, wo die Träume starben. Jetzt sind dort Rohre voller Iridium, technisch fortgeschrittene Maschinen, verdammte Vulkane und wer liebt Vulkane nicht, hey? Das sind Berge, die Feuer speien. Das ist doch buchstäblich der Inbegriff des Wortes großartig. Habe ich recht? Ich will dieses Elektrozäunchen dort weg haben. Na dann, Robert, du machst das. Ich nehme inzwischen die beiden Quests hier an. Danke, dass du den Job annimmst. Hyperion hat meinen Onkel Teddy beraubt und ihn zum Sterben auf diesen Drecksplaneten geschickt. Such in seiner Hütte im Arid Nexus nach etwas, das ich verwenden kann, um seinen Tod zu rächen. Ich dachte mir, dass sowas passieren würde. Du musst in das geheime Labor meines Onkels. Ich hin. Such Beweise dafür, dass Hyperion seine Waffenentwürfe gestohlen hat. Oder auch nicht. Gott ist mein Zeuge. Der Baha-Clan wird kriegen, was ihm zusteht. Danke. Hey, kannst du auf uns verlassen.
bin nur Meinung, wir müssen da hoch. Hab meine neue Stärke! Badass-Rang. Du, der Meinungsrobot. Token! Maximale Gesundheit. Wo hoch? So, da so? Ja. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber wie? Hab ich denn jetzt schon wieder angestupst? Ach Mensch, Rabbit, jetzt nicht. Ja, da kommen wir auch hoch, aber jetzt nicht von hier und nicht. Wir kommen da noch hoch. Später. Denke ich. Ne? Ich meine, woher soll ich's wissen? Du kannst es natürlich nicht wissen. Nö, nö, nö. Ich bin quasi Quereinsteiger hier im Spiel. Ja. Heute zum ersten Mal mit dabei. Genau. Unser lieber Matze. Überzeugt mich noch nicht richtig. Noch nicht? Gib mal erst mal noch nicht den Flow. Okay, Daddy ist hitte. Würde ich auch sagen. Kommt Robert auch oder ist er noch kaufen? Robert kauft noch, warte mal. Ich bin noch kaufen. Gott, wie weit seid ihr gelaufen in der Zeit? Na, gar nicht zwei so weit Meter? Maximal. Ja, Robert ist da. Dass das für deine mini kurzen Beine natürlich viel aussieht, ist mir schon klar. Still! Oh, das ist ja echt Erinnerung hier. Das ist verrückt, ne? Vor allen Dingen, ja. Habe ich das beim ersten Mal gar nicht so richtig als das Gebiet wahrgenommen, wo es eigentlich total obvious ist. Es wirkt halt durch diese Riesenrohre und dieses Iridium überall. Hätte ich es nicht gleich gesagt, dann hätte ich es auch nicht gleich erkannt, denke ich. Aber an Firestone sieht man es eigentlich. Ja. Was für ein schöner Tag. Einfach in der Sonne Lust wandeln, in meinen Echo-Recorder quatschen und hoffen, dass mir keine Skeks auflauern und meine Waffe vierteilen und fressen. Tja. Genau das passiert gerade. Uff, Skeks haben eine Waffe gefressen? Schwer zu sagen, welches von den hässlichen Viechern sie hat. Geh einfach auf Skeg-Jagd und hoff das Beste. Das Beste. Gott, ich liebe das Wort Lustwandeln. Beste hoffen ist die Folge vorbei. Na gut, bevor wir dann etwas triggern, nein, mit Fair fängt das nicht an. Egal, ich versuch's wieder auf meine normale Art. Bevor wir da noch irgendwas triggern, beenden wir damit die Folge. Sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.